Margret Grüneklee war auf dem Weg in den Tod an diesem frühen Morgen im Spätherbst. Dabei sollte sie doch nur zum Postamt gehen und die Briefe, Päckchen und Pakete abholen für die Marmeladenfabrik, in der sie ihre Bürolehre machte. Gegen 8:30 an diesem 29. November 1951 betritt Margret Grüneklee das Postamt des Dorfes Eistrup. Es ist Rentenzahltag und die Rente kommt üblicherweise per Postanweisung. Deshalb sind schon so viele Leute hier so früh am Morgen. Heute zahlt Margret Grüneklees Vater das Geld aus, der Postbetriebsassistent August Grüneklee. Hinter dem anderen Schalter steht der Postamtsleiter Gustav Bornheber. Und auch Margrets Bruder, der Postschaffner August Grüneklee Junior, ist schon im Dienst. 22 Uhr. Bitte schön. Tschüss. Margret muss nicht lange warten. Vor dem zweiten Schalter ist ja kein großer Andrang. Bornheber gibt ihr die Post für die Marmeladenfabrik. Als letztes ein röhrenförmiges Schnellpaket. Dann habe ich hier noch eins für dich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Nach der Explosion sieht der Schalterraum so aus. Margret Grüneklee ist tot. 8 Menschen sind verletzt. Knochenbrüche, Trommelfellritt und Schürfwunden, Prellungen. Was da explodiert ist, weiß noch niemand. Aber das, was explodiert ist, weiß ganz... Der Knall war überall in dem auf halbem Weg zwischen Bremen und Hannover gelegenen Dorf zu hören. Obwohl nichts brennt, wird die Feuerwehr alarmiert. Mit die ersten am Ort der Explosion sind der Dachdecker Hermann Thiele und sein Freund Wilhelm Spelzhaus, damals beide 18 Jahre alt. Ich war bei der Bundesbahn beschäftigt, am Bahnhof Eistrup. Und dann kam ja der Knall und dann war der Feueralarm. Und dann bin ich gleich von der Dienststelle vom Bahnhof Eistrup zur Post gegangen. Ich bin einfach hingefahren und zur Post. Und dann dachte ich mir, da sah ich schon die ganze Beschädigung da. Und draußen alles liegen, ne? Jo, so. Das war kaputt. Die Fenster waren raus, alle nicht. Die ganze Post war auseinandergeflogen, alles. Und dann kam der Bruder, der August, der Bruder kam und sagte dann zu uns, das ist meine Schwester, die da liegt. Die Explosion hat Margret Grüneklees Kopf zertrümmert, Brustkorb und Bauch zerrissen. Von ihren Händen und Unterarmen findet die Polizei nicht mal mehr Teile. Kurz vor ihrem Tod ist die 18-Jährige noch bei gewesen, bei der Hochzeit. Der wurde Wunder nicht verletzt. Und auch Vater Grüneklee ist glimpflich davongekommen, mit ein paar Schnittwunden im Gesicht. Knapp 5 Stunden nach der Explosion in Eistrup und gut 50 Kilometer von Eistrup entfernt, in Bremen. Die Sekretärin Helge Emminghaus bringt ihrem Chef die Post, unter anderem ein röhrenförmiges Paket, adressiert an Dr. Adolf Wohlfahrt persönlich. Wohlfahrt ist Chefredakteur der Tageszeitung Bremer Nachrichten. Er ist gerade mitten in einer Besprechung mit seinem Feuilletonchef Werner Wien. Aber das Schnellpaket macht ihn neugierig. Könnte Schnaps drin sein, sagt er. Schließlich ist ja bald Weihnachten. Auch diese Explosion hinterlässt eine Trümmerwüste. Sie tötet Adolf Wohlfahrt. Werner Wien und Helge Emminghaus werden schwer verletzt. Und hier ist schnell klar, was explodiert ist. Augenzeuge der Explosion ist Walfried Rosbeck, seinerzeit Reporter bei den Bremer Nachrichten. Er ist im Redaktionssaal, einem Großraumbüro nach amerikanischem Vorbild, als es plötzlich kracht und die Wand zusammenbricht, hinter der das Büro des Chefredakteurs liegt. Plötzlich, das war mein erster Eindruck, schoss eine Staubwolke durch diese Wand. Dass die Wand hinterherkam und die Steinbrocken flogen zu mir herüber, das habe ich erst hinterher mitgekriegt.
Nur wenige hundert Meter entfernt vom Schünemann-Haus, in dem die Bremer Nachrichten residieren, liegt damals das Bremer Polizeihaus. Um kurz nach eins geht hier die Meldung über die Explosion ein. Bei der Mordkommission arbeitet damals der Kriminalobd Werner Oelkers. Er hat viele Jahre später ein Buch über Morde in Bremen geschrieben. Darin geht es auch um die todbringenden Pakete. Und es ist ein Dankschreiben an Werner Oelkers abgedruckt, weil er zur Klärung des vertragen hat. Unser Kommissariatsleiter war Kriminalrat Kolenski. Er war gerade Kriminalrat geworden. Der rannte durch alle Zimmer und schriss raus, alles raus und rüberlaufen ins Haus Schünemann an der Schlachtpforte. Bremer Nachrichten, da ist eine Bombe explodiert. Es war fürchterlich, also anderthalb Meter hoch lag der Schutt. Es waren zwei Zwischenwände eingefallen, man konnte in die anderen Räume weit hineinsehen. Da war der Sitzungsraum und so weiter zu sehen. Und oben war die Decke runtergekommen. Aber Dr. Wohlfahrt, der Chef, war nicht da. Und erst nach einer ganzen Weile, als wir uns umgesehen hatten, sah ich hinter seinem Schreibtisch es sah aus wie eine Teppichrolle, eine rote Teppichrolle liegen. Aber das war keine Teppichrolle, das war Dr. Wohlfahrt. Auch Wohlfahrts Kopf ist zertrümmert worden. Gehirn und andere innere Organe sind zerfetzt, Arme und Beine abgerissen. Helge Emminghaus behält Narben an Leib und Seele zurück. Werner Wien ist fast taubend und kann sein Leben lang nichts mehr schmecken und riechen. Es war Mittagsstunde gewesen in der Redaktion, alles still, nur gelegentlich mal Schreibmaschinen klappern. Die Hektik in der Redaktion beginnt erst am späteren Nachmittag. Und dass das in dieser Situation passierte, außerdem sechs Jahre nach dem Krieg, wo Frieden herrschte bei uns. Es gab zwar noch den Koreakrieg, es gab Bürgerkriege, aber ansonsten bei uns herrschte Frieden. Und in diesen Frieden hinein platzte dieses Ereignis. Und es platzt in die Wohnküchen der jungen Bundesrepublik per Radio. Von der bis dahin rätselhaften Explosion in Eistrup wissen Presse und Rundfunk noch nichts. Aber die Bremer Polizei geht sofort an die Öffentlichkeit. Liebe Hörer, wir müssen unser Programm leider unterbrechen für eine aktuelle Warnmeldung. In der Redaktion der Tageszeitung Bremer Nachrichten ist vor wenigen Minuten eine Bombe explodiert. Sie hat einen Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Die Bombe ist der Zeitung offenbar als Postpaket zugeschickt worden. Die Polizei warnt jetzt, wer verdächtige Pakete mit unbekanntem Absender bekommt, insbesondere solche in Rollenform, sollte diese im Zweifelsfall nicht öffnen, sondern sich an die Polizei wenden. Dann kam die nächste Meldung, dass ein solches Paket ebenfalls angekommen sei. Verden liegt zwischen Bremen und Eistrup und das verdächtige röhrenförmige Schnellpaket ist adressiert an den Inhaber einer damals florierenden Firma, die inzwischen allerdings längst pleite gegangen ist. Aber 1951 ist Anton Höhing ein erfolgreicher und wohlhabender Unternehmer, Chef und Kraftfutter Werks Niedersachsen. Nehmen wir es vorweg, Höhing ist viele Jahre später eines natürlichen Todes gestorben. Warum er nicht am 29. 1951 in Stücke gesprengt worden ist, weiß seine Tochter Gisela. Es gibt einen Bericht von ihm selber, den er an seine Freunde und Geschäftspartner und Verwandte auch geschickt hat. Betrifft Doppelpunkt missglücktes Bombenattentat. Die starke, freudige Anteilnahme an meiner Errettung vor dem feigen Meuchelmord hat mich tief bewegt. Das Paket war morgens ca. 8.45 Uhr von unserem Boten mit den übrigen Wertsendungen von der Post geholt und mit noch eingegangenen 8 bis 10 Mustertüten, Getreideproben und so weiter auf meinen Schreibtisch gelegt worden, wo ich es gegen 9 Uhr zu Gesicht bekam. Aber erstmal bespricht Höhing, er nennt es betriebliche Dinge, mit seinem Werkmeister und seinem Disponenten und prüft nebenbei die Warenproben seiner Lieferanten. Erst gegen 11:30 guckt er sich das Schnellpaket näher an. Die auffällige Aufmachung des Pakets, die unsachgemäße Anbringung der seitlichen Siegel und die zu stark betonten Hinweise, nur vom Empfänger persönlich zu öffnen und so weiter, verstärkten mein Misstrauen so weit,
dass ich mir klar wurde, dass hier etwas nicht stimmte. Außerdem kennt Höing den Absender nicht. Angeblich ein Institut für angewandte Ernährungswissenschaft in Bremen. Er öffnet das Paket sehr vorsichtig. Ich sah dann, dass vom Pappdeckel ein Draht in ein darunter befindliches Röhrchen führte, das von einer festen, dunklen Masse, die den ganzen Raum ausfüllte, umgeben war. Ich sagte meinen beiden Mitarbeitern, die unmittelbar vor mir standen, hier stimmt etwas nicht. Anton Höing weiß nicht, dass ein technischer Defekt an der Bombe sein Leben gerettet hat und nicht etwa sein Misstrauen. Und auch von den Bomben in Eistrup und Bremen weiß er noch nichts. Aber er lässt das seltsame Paket in den Keller bringen. Und er ruft die Polizei, sagt den Beamten aber gleich, das sei wahrscheinlich etwas ganz Harmloses. Er vermute, dass ihm da vielleicht jemand eine Stinkbombe geschickt habe. Aber er hätte doch gerne, dass mal jemand vorbeikäme, um das verdächtige Paket zu untersuchen. Somit kamen wir in den Besitz eines kompletten Paketes, das dann auch später nachgebaut worden ist als Modell und untersucht worden ist und dergleichen. Das Modell liegt bis heute im Bremer Polizeipräsidium. Statt 1,5 Kilo des Sprengstoffs enthält es Gips und darin stecken 2 Glühbirnen statt der elektrischen Brückenzünder. Die sind, wie im Original, mit einer Flachbatterie verkabelt. Ein Sprengstoffexperte der Bremer Polizei, der anonym bleiben möchte, erklärt, wie die Bombe funktioniert. Wir haben hier eine ziemlich gemeine Sprengvorrichtung, die wir in Polizeikreisen Sprengfalle nennen, weil die Konstruktion so gewählt wurde, dass das ahnungslose Opfer quasi eigenhändig bei einem Öffnungsversuch die Zündung auslösen würde. Das Gemeine an dieser Auslösung ist, dass ein stromführender Draht durch ein Glasröhrchen verläuft und mit dem Deckel befestigt ist. Versucht man nun, diesen Deckel zu öffnen, kommen zwangsläufig die abisolierten Kontakte zusammen und es kommt zur Umsetzung der Vorrichtung. Und Anton Höings vorsichtiges Deckelanheben hätte dazu schon gereicht. Er hatte Glück, die Batterie in seiner Bombe war kaputt. Die Bomben sind das Thema der Zeitungen in den Tagen nach den Anschlägen. Ein paar Verdächtige werden festgenommen, erweisen sich aber schnell als unschuldig. Politiker von CDU und Deutscher Partei wollen die Todesstrafe wieder einführen. Die Presse war natürlich sehr stark vertreten, nicht nur die bremische, sondern aus der ganzen Bundesrepublik kam sie. Und sie kam aus dem westlichen Ausland. Die Presseleute vermuteten natürlich nun auch alle, kann das aus dem Osten sein, kann das politisch sein und dergleichen mehr, was steckt dahinter. Denn 3 Sprengstoffpakete und mit solcher Perfektion, das war schon eine ganz tolle Angelegenheit, einmalig. Wir dachten, unter Umständen sind ein paar alte Nazis wieder hervorgekrochen und wollten etwas gegen die demokratische Presse tun, die ihnen nicht gefiel. Oder umgekehrt, eine 5. Kolonne aus Moskau wollte den Kalten Krieg ein bisschen heißer machen. In den Kinos läuft vor dem Hauptfilm ein 36 Sekunden kurzer Bericht über die Attentate, ganz ohne Spekulationen über politische Hintergründe. Der Chefredakteur der Bremer Nachrichten wurde in der Redaktion seiner Zeitung durch ein Sprengstoffattentat ermordet. Die Höllenmaschine war ihm in Form eines Postpaketes von unbekannten Tätern zugesandt worden. Am gleichen Tage explodierte im Postamt Eistrup an der Weser ebenfalls ein Sprengkörper in einem Postpaket. Auch hier ist ein Todesopfer zu beklagen. Mehrere Personen wurden schwer verletzt. Eine Sonderkommission der Kriminalpolizei hat eine umfassende Fahndung eingeleitet. Und Mitglied dieser Sonderkommission wird Werner Oelkers. Wir haben dann im Polizeihaus Betten aufgeschlagen, Feldbetten und Wolldecken ausgegeben. Und wir sind also so gut 2 Wochen nicht nach Hause gekommen. Die Arbeit der Sonderkommission mit dem schlichten Namen S, Hauptquartier in Bremen, Außenstelle in Verden, ist in den Akten dokumentiert, die heute im Staatsarchiv Stade lagern. 12 Bände, ein guter halber Zentner Papier. Und da sind die Akten über die unergiebigen sogenannten Nebenspuren nicht mal dabei. Die 60 Beamten verfolgen rund 700 Spuren. Ein dicker Aktenordner ist gefüllt nur mit Belegen darüber, was das alles gekostet hat.
Die Ermittler finden schnell heraus, dass die Bombe, die Margret Grüneklee getötet hat, nicht einfach an die heute noch existierende Marmeladenfabrik Göbber in Alstrup adressiert war, sondern an deren Inhaber, Karl Mainz. Und die kommen schnell Hinweise auf den Täter. Ein Mann in Kamelhaarmantel und dunkelbraunem Hut soll im Bremer Postamt 5 zwei solche Pakete und im Postamt Verden ein weiteres aufgegeben haben, am Tag vor den Explosionen. Eine der Zeuginnen ist die damals 16-jährige Lieselotte Schröder, inzwischen Lieselotte Wortmann. Sie hat am späten Nachmittag des 28. November hinter dem Kamelhaarmantelmann in der Schlange vor dem Pferdener Postschalter gestanden. Aber auf den Mann hat sie weniger geachtet als auf das Paket. Ein Schnellpaket, das habe ich noch nie gehört gehabt. Und das interessierte mich. Und auch das Paket hatte so eine komische Form. Es war länglich. Ich denke, was ist das bloß? Der Mann besteht auf Expressversand, obwohl der Postbeamte ihm sagt, das Paket käme sowieso am nächsten Tag an. Daran erinnert Lieselotte Schröder sich genau, als am Tag nach den Explosionen eine Beschreibung der Pakete in der Zeitung steht. Und ich sage, Mutter, den Mann habe ich gesehen, der das gemacht hat. Was? War die Frage von meiner Mutter. Ich sage, ja, ganz bestimmt. Und bei uns im Hause wohnte zu der Zeit ein Polizist. Und dem wurde das von meiner Mutter erzählt. Nachmittags kam denn gleich bei mir und hat mich abgeholt zur Vernehmung. Ein Bremer Postbeamter erinnert sich, dass er am Nachmittag des 28. November für einen jungen Mann im Kamelhaarmantel Telefongespräche nach Verden und Eistrup vermittelt hat. Es stellt sich heraus, der Mann hat im Kraftfutterwerk Niedersachsen und in der Marmeladenfabrik Göbber angerufen und sich unter einem Vorwand vergewissert, dass die Firmenchefs am nächsten Vormittag im Betrieb sind. Diese Beschreibungen verdichteten sich auf eine Person, 22 Jahre alt circa, groß und schlank, 1,78. Und auffallend war bei ihm, dass er elegant gekleidet war. Von Zeugen wurde immer wieder gesagt, dieser Mann sieht aus so ein Typ Tango-Jüngling. Was ist das, ein Tango-Jüngling? Also wir haben damals sind davon ausgegangen, ein bisschen wiegender Gang, diese elegante Erscheinung, dunkle Koteletten, dunkles Haar, möglichst geölt und so diese ganze billige Erscheinung, Tango-Jüngling. Jetzt plant die Sonderkommission eine große Fahndungsaktion und lässt dafür 10.000 Steckbriefe mit der Beschreibung des mutmaßlichen Täters drucken. Kamelhaarmantel, brauner Hut und so weiter. Außerdem habe er, heißt es, ein blasses, schmales, mädchenhaft hübsches Gesicht, ein gewandtes, höfliches Auftreten und diese leichte Wiegend wie ein Tango-Jüngling eben. Parallel zur Sonderkommission ermittelt eine Quasi-Sonderkommission der Bremer Nachrichten. Die Reporter Asendorf, Meseke und Rosbeck vernehmen auch Augenzeugen der Bombenpaketaufgabe. Und der Zeichner Franz Richter Jonsen versucht, den Verdächtigen nach den Angaben der Zeugen zu porträtieren. Es kam alles nicht so richtig hin, bis wir auf einen Mann stießen, der sagte, also wissen Sie, am besten fahren Sie mal zu dem Bauern, ich glaube, der hieß auch Asendorf, und gucken sich den an. Der sieht so ähnlich aus wie der Mann, den ich meine. Der Bauer Asendorf aus Riedau lässt sich nach einigem guten Zureden porträtieren. Ein ungewöhnliches Verfahren für die Erstellung eines Phantombildes. Aber damals sind Phantombilder sowieso etwas ganz Neues in Deutschland. Die Polizei jedenfalls arbeitet nicht damit. Einer von Rosbecks Kollegen hat die Idee von einer USA-Reise mitgebracht. Und dann hatten wir das Bild zustande gebracht. Sind noch mal mehrfach hin und her gefahren zu anderen Zeugen. Die haben sich das Bild angeguckt und Änderungen vorgeschlagen. Das hat sich weiter fortgesetzt, bis wir dann zum Schluss einen Postbeamten auftrieben. Und er sagte, das könnte er sein. Ja, das ist er. Das ist er wohl. Aber die Polizei bittet die Journalisten mit der Veröffentlichung des Bildes zu warten, bis zum Beginn der Großfahndung nach dem Tango-Jüngling. Die große Fahndungsaktion war, nachdem man eine Beschreibung hatte, wie wir sagen, auch Steckbrief von Hallertstand, alle Polizeidienststellen informiert wurden im gesamten Bundesgebiet. Damals gab es ja noch strenge Grenzkontrollen.
und auch das europäische Ausland. Was ich mitbekommen habe, dass es wohl eine der größten Fahndungsaktionen gewesen ist, die es bis dahin überhaupt gegeben hatte. Hat es vorher noch nicht gegeben. Das war auch einmalig. Die Großfahndung läuft am 5. Dezember 1951 nachmittags um 5 Uhr an. Die Polizei überall in Deutschland, auch in der Ostzone, bekommt in den nächsten Tagen hunderte von Hinweisen, nachdem die Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und eine Belohnung von 10.000 Mark ausgelobt worden ist. Die Grenzen der jungen Bundesrepublik werden geschlossen, damit der Täter nicht ins Ausland fliehen kann. In der Schweiz werden zwei Männer festgenommen, die dem Gesuchten ähnlich sehen. Ein paar Psychopathen bezichtigen sich selbst. Festnahmen gibt es auch in Düsseldorf, Göttingen, Münster, Nienburg, Niebüll und Mühldorf am Inn. Lauter falsche Spuren. Die Presse berichtet natürlich ausführlich über die Fahndung und veröffentlicht die Täterbeschreibung. Und die Bremer Nachrichten und einige andere Blätter veröffentlichen das Phantombild. Es ist ziemlich gut. Es war zumindest so gut, dass der Chefredakteur der Zeitung Die Harke in Nienburg den Mann darauf wiedererkannte. Den Chefredakteur erinnern Zeichnung und Beschreibung an jemanden, der sich bei ihm mal um eine Anstellung als Journalist beworben hat. Prüßner rief der Polizei und sagte, das ist er, holt den Kerl ab. Der Kerl heißt Erich von Hallasch. Er trägt oft einen Kamelhaarmantel und einen braunen Hut. Die Beschreibung trifft auch sonst auf ihn zu. Er ist der Inbegriff eines Tango-Jünglings. Und er ist ein Angeber und überhaupt irgendwie anders. Er hatte ein überaus starkes Geltungsbedürfnis. Ein Geltungsbedürfnis, das mit der Realität nicht übereinstand. In unseren Kreisen wurde er irgendwie nicht so ganz für voll genommen. Wir haben eher gesagt, er ist ein Spinner. Er spinnt ein bisschen. Wenn Erich von Hallasch durch Nienburgs Straßen geht, dann immer mit dem Habitus, als hätte er was ganz Wichtiges und Dringendes vor. Er ist am Tag der Bombenanschläge 22 Jahre alt geworden. Eine Lehre zum technischen Zeichner hat er abgebrochen und danach von Gelegenheitsjobs, Arbeitslosengeld, kleinen Diebstählen und Schwarzmarktgeschäften gelebt. Er genießt eine gewisse Prominenz in Nienburg, weil er die Bürger der Kleinstadt bei Hannover mal mit dem Schriftzug »Besucht die USA« bemalt hat. In außergewöhnlich haltbarer Farbe. Er hatte keine Stellung aufzuweisen, er hatte keine feste Arbeit. Er lebte in kleinen Verhältnissen, da in Drakenburg bei den Pflegeeltern. Genauer gesagt am Rand von Drakenburg, in der Nähe von Nienburg. Hallaschs Mutter hatte ihren Sohn gleich nach der Geburt bei den Eheleuten Käse, nun ja, abgegeben. Und deren Haus stand genau hier, wo jetzt der Familie Dellemann steht. 1997 haben die Dellemanns ihr Haus gebaut. Aber vor dem Abriss des sehr schlichten Heims der Familie Käse haben sie es noch gefilmt. Es war mehr eine Baracke als ein Haus. Drei Zimmer, Küche, Plumpsklo, kein Bad. Keine angemessene Residenz für einen wie Erich von Hallasch. Der stammt ja, wenigstens mütterlicherseits, aus altem ungarischem Adel und legt viel Wert auf diese Herkunft. Pflegevater Georg Käse ist Schachtmeister in einer Kiesgrube und hat eine Sprengmeisterlizenz. Er und seine Frau Marie haben's trotz aller liebevollen Mühe nicht leicht mit dem jungen Mann, der sich von aller Welt ungerecht behandelt und zu höherem berufen fühlt. Diese Person, die da in Nienburg herumwedelte und dann so mal in Redaktion, er wollte Journalist werden, auftauchte, oder hier und da, er ist auch verschiedentlich vorbestraft gewesen mit kleinen Delikten. Er war jedenfalls vielen Leuten noch bekannt. In Cafés machte er eine große Nummer, da gab er an. Und da hatte er diese Freundin auch Rita kennengelernt. Das Haus, in dem Hallaschs Stammcafé war, liegt am Rande der Fußgängerzone mitten in Nienburg. Hier hatte kurz nach dem Krieg das Perdoni aufgemacht, das erste italienische Eiscafé weit und breit. Ganz was Außergewöhnliches, genau das Richtige für Erich von Hallasch. Hier findet er das Publikum, das ihn vielleicht nicht recht ernst nimmt, aber immerhin zuhört, wenn er von seinen großen Plänen schwadroniert. Schon der teure Kamelhaarmantel macht Hallasch hier zu jemand Besonderem. In Perdoni verkehren junge Leute, Lehrlinge, kleine Angestellte, Schüler der nahegelegenen Bauhule. Denen erzählt Hallasch, er werde sich als Journalist einen Namen machen.
dass er zwar bei allen Zeitungen der Gegend, auch den Bremer Nachrichten, vorstellig geworden ist, aber keine ihn haben will, erzählt er nicht. Er hält bei Eis und Espresso Vorträge über die Vorzüge und Errungenschaften der USA, wo er natürlich nie gewesen ist, und wirbt um Mitglieder für einen deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub, den er gründen will. Die Kaffeegäste sind von all dem wenig beeindruckt. Aber die Kellnerin Rita ist sehr beeindruckt und verliebt sich in den Schwadronneur. Weihnachten soll Verlobung sein. Rita ist damals 19 Jahre alt. Dass ihr Freund und Liebhaber irgendwas mit den Bombenanschlägen zu tun haben könnte, ist für sie unvorstellbar. Aber unter genau diesem Verdacht wird Erich von Hallasch im Dezember festgenommen. Er stritt alles ab, er wurde kurzfristig festgenommen, stritt aber alles ab. Und dann kam hinzu, dass seine Freundin ihm ein Alibi verschaffte. Sie behauptete steif und fest, er sei bei ihr gewesen. Im August 1951 hat die Romanze zwischen dem jungen Mädchen aus kleinbürgerlicher Familie und dem adligen Wichtigtuer angefangen. Er tut alles, um Rita zu imponieren, fährt per Taxi mit ihr von Nienburg nach Bremen, lädt sie in ein feines Restaurant und danach in eine Bar ein. Hallasch finanziert solche kostspieligen Eskapaden durch Diebstähle. Er montiert zum Beispiel Elektromotoren von landwirtschaftlichen Maschinen ab und verkauft sie an Schrotthändler. Aber das ahnt Rita nicht. Sie vertraut ihm und bewundert ihn. Und als er ihr nach der Veröffentlichung der Täterbeschreibung und des Phantombildes erzählt, er werde vielleicht in Verdacht geraten, der Gesuchte zu sein, aber er sei es natürlich nicht. Er sei ja schließlich bei ihr gewesen an dem Tag, als die Bomben abgeschickt worden sind. Da erzählt sie nach seiner Festnahme genau das der Polizei. Und noch etwas entlastet Erich von Hallasch. Gleich nach seiner Festnahme wird er zwei jungen Frauen und einem Postbeamten gegenübergestellt, die den mutmaßlichen Täter beim Aufgeben der Pakete gesehen haben. Die eine Zeugin ist Liselotte Schröder. Hallasch ist nach Verden gebracht worden, zur damaligen Polizeiwache, in der auch die Außenstelle der Sonderkommission S Quartier genommen hat. Und hier findet auch die Wahlgegenüberstellung statt. Wir wurden in einen Raum geführt und da standen 5, 6 Leute und die waren alle gleich gekleidet und wir sollten sehen, ob uns ähnlich aussah wie der Täter. Aber ich habe eben, wie gesagt, nicht so auf den Menschen, sondern mehr auf das Paket und habe leider keinen erkannt davon. So als junges Mädchen, als Kind praktisch noch, 16 Jahre, achtet man ja doch noch nicht so auf einen Mann, wie es später ist. Keiner erkennt Hallasch. Er darf wieder nach Hause. Aber vorher haben die Ermittler noch sein Zimmer durchsucht. Und neben einem Stapel Wildwest-Groschenhefte, vor allem aus der Reihe Billy Jenkins, was Interessantes gefunden. Nämlich ein Manuskript über ein Bremer Varieté. Titel Bremer Torfkapp. Die Schreibmaschinenbuchstaben haben auffällige Ähnlichkeit mit denen auf den Adressaufklebern der Bombenpakete. Das ist verdächtig, aber noch kein Beweis. Dann meldete sich aber ein Schirmhändler aus Verden oder Nienburg, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Und der sagte, Nienburg war es so. Der sagte, Hallasch wäre bei ihm verschiedentlich gewesen und hätte auf seiner Schreibmaschine getippt. Geschäft. Der Schirmhändler Sander bringt seinen Sohn Eberhard mit. Der ist der eigentlich wichtige Zeug. Die Schreibmaschine Marke Urania hat er bis heute aufgehoben. Und sie funktioniert noch, wenn auch das Farbband so abgenutzt ist, dass man den am Ende schlagendsten Beweis gegen Erich von Hallasch kaum erkennen kann. Eberhard Sander hat übrigens 3000 Mark von der Belohnung abbekommen, die in Sachen Tango-Jüngling ausgesetzt war. Er kam zu uns ins Büro und fragte, ob er etwas auf der schreiben könnte. Ja, und weil wir nichts dagegen hatten, dann hat er sich hingesetzt. Er trug eine Aktentasche dabei, die stellte er rechts neben sich, mit von dem Kamelamantel, den er üblicherweise anhatte, halb verdeckt. Ja, und dann fing er an, Adressen zu schreiben. Aber es hat sich an sich keiner darum gekümmert in dem Büro. Und dann hat er Adressen geschrieben und als er fertig war, hat er sich bedankt und ist auch wieder gegangen. Das war 3 Tage vor den Explosionen. Was für Adressen Hallasch auf der Urania getippt hat, konnte Sander nicht erkennen.
Den Beweis, dass es die von Höhing, Mainz und Wohlfahrt waren, liefert Wilhelm Dreckmeier, ein Experte bei der Bremer Polizei. Für die Dreckmeier, der stand dann mit der Paketadresse, mit dem Schreiben und mit der Urania gebeugt drüber und mit der Lupe und hat dann untersucht. Und wir standen mit einem Dutzend Leute um ihn herum. Was ist? Und dann sagte er mit einmal, er ist es. Dreckmeiers Gutachten ist eindeutig. Die Adresse auf dem Paket an Anton Höhing und das Torfköppe-Manuskript sind beide auf der Urania-Schreibmaschine getippt worden. Mehrere Typen haben unverwechselbare Beschädigungen. Besonders auffällig ist das beim kleinen R. Erich von Hallasch wird erneut festgenommen. Am nächsten Tag erlässt das Amtsgericht Verden Haftbefehl. Dann waren 12 Tage rum und wir konnten verkünden, der Täter ist der von Hallasch festgenommen worden. Und alle Welt atmete natürlich sehr auf. Und nun ging es an die Vernehmung. Hallasch ist zuerst in Verden vernommen worden und hat die Tat bestritten. Am 11. Dezember wird er nach Bremen gebracht. Um 9 Uhr abends beginnt das neue Verhör. Das Tonbandgerät hat die Sonderkommission sich beim Bremer Verfassungsschutz geliehen. Die Bremer Nachrichten bringen ein Extrablatt heraus und berichten auch über zwei andere Männer, die als mögliche Mittäter festgenommen worden sind. Aber die haben, das stellt sich schnell heraus, mit der Sache nichts zu tun. Die Urania-Schreibmaschine wird Hallasch präsentiert. Die Kriminalräte Kolenski und Wilke versuchen, Hallasch auf die eher harte Tour zum Geständnis zu bewegen. Vergeblich. Nach Stunden bittet Hallasch darum, mit dem Kriminaloberinspektor Herbert Reder sprechen zu dürfen, der ihn in Verden schon mal vernommen hat. Und zwar nicht auf die harte, sondern auf die eher väterliche Tour. Die Beamten haben mit diesem Wunsch gerechnet. Der Oberinspektor hat ein paar Zimmer weiter auf seinen Einsatz gewartet. Die anderen Polizisten lassen Hallasch mit Reder allein. Der verstand es, mit der weicheren Tour gleich einen Kontakt herzustellen und mit Hallasch auf einen Nenner zu kommen. Wieder vergehen Stunden. Rita hat inzwischen ihre Aussage korrigiert. Hallaschs Alibi ist geplatzt. Dann schwankt er immer zwischen Heulen und Weinen und ich bin kein Mörder und so weiter. Und dann wollte er dann die Rita sprechen. Gut, und hatten wir auch die Rita schon da. Die Rita saß im Nebenzimmer und die ist dann reingeführt worden. Die waren beide doch ein ganz nettes Liebespaar, wenn man so will. Es ist schon nach Mitternacht, als Rita ins Vernehmungszimmer geführt wird. Da hat sie dann gesagt, warum hast du das getan? Und dann hat er wieder gesagt, ja, kannst du mir von unten und so weiter. Und dann hat er langsam eingestanden. Und dann ist der Fall Tango Jüngling wieder Thema in Deutschlands Kinos. Die Sprengstoffanschläge von Bremen und Eistrup wurden von der Sonderkommission S der Kriminalpolizei aufgeklärt. Der Polizeipräsident von Bremen gab in einer Pressekonferenz das umfassende Geständnis des Attentäters bekannt. Diese Schreibmaschine mit fehlerhaften Typen führte zur Ermittlung des Absenders der zwei Bombenpakete mit ihrer tödlichen Ladung. Und dies ist der Täter, der 24-jährige Erich von Hallasch im Gefängnishof von Werden an der Aller. Geldgier und Geltungstrieb machten ihn zum Doppelmörder. Hallasch erzählt in weiteren Vernehmungen, dass er Sprengstoff und Zünder unter einem Vorwand von einem Bekannten seines Pflegevaters gekauft und erstmal in seinem Radio versteckt hat. Er schildert den Bombenbau in allen Details. Auftraggeber oder Mittäter hatte er nicht und schon gar kein politisches Motiv für die Taten. Nach dem Tod seiner wohlhabenden Zielpersonen wollte er deren Angehörige mit der Drohung erpressen, er werde auch sie in die Luft sprengen, wenn sie ihm nicht 5000 Mark zahlen. Mit dem erpressten Geld wollte er einen Schallplattenverleih aufmachen. Wir waren froh, dass sich das Ganze herausgestellt hatte als bloßer Kriminalfall. Um Hallaschs Geständnis zu untermauern, ermittelt die Kripo weiter. Am Ende wissen die Beamten auch, wo der Tango-Jüngling sich die anderen an und für sich harmlosen Bombenbauteile beschafft hat. Die Glasröhrchen zum Beispiel, die als Führung für den perfiden Auslösemechanismus dienten, hat er in der Nienburger Germania-Drogerie gekauft.
Die Eröffnung des Schallplattenverleihs sollte übrigens eine Art Weihnachts- und Verlobungsüberraschung für Rita sein. Stattdessen gibt's eine andere Überraschung. Halasch lässt sich von der Wochenschau im Pferdener Gefängnis filmen, zusammen mit seinem Anwalt. In seiner ersten Aussage bezeichnete er sich als Stiefkind des Lebens. Kurz nach dem Kinoauftritt mit Verteidiger wird Halasch psychiatrisch untersucht. Der Gutachter bescheinigt ihm einen hysterischen Charakter. Er sei intelligent, geltungssüchtig, gewissenlos, abenteuerlustig und gleichzeitig feige. Und er habe gewusst und gewollt, was er tat. Der Prozess gegen Erich von Halasch vor dem Landgericht Verden dauert nur 4 Tage. Am Abend des 25. April 1952 wird das Urteil verkündet. Draußen vor dem Gerichte drängeln sich die, die drinnen keinen Platz mehr gefunden haben. Und Radio Bremen überträgt die Urteilsverkündung live in Deutschlands Wohnküchen, Wohnzimmer und Kneipen. Liebe Hörer, wir schalten jetzt um, wie schon angekündigt, in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Verden, wo jetzt gleich das Urteil gegen den Bombenattentäter Erich von Halasch verkündet werden soll. Voll Spannung und auf Nervosität erwarten nun die rund 80 Zuhörer hier im Saal zum letzten Mal das Erscheinen des Vorsitzenden, seiner Beisitzer und der Geschworenen. Gerade wird der Angeklagte reingeführt. Auch jetzt noch, mit unbewegtem Gesicht. Die Handschellen sind ihm jetzt abgenommen worden und es wird jetzt nur noch Sekunden dauern, dann wird die Tür an der Stirnseite des Saals aufgehen und das Gericht zusammentreten. Jetzt ist es soweit. Damals sind Hörfunkmikrofone noch erlaubt im Gerichtssaal, auch während der Urteilsverkündung. Der psychiatrische Gutachter hatte am Ende nicht ausschließen wollen, dass Halaschs Schuldfähigkeit vielleicht doch eingeschränkt gewesen sei. Das Gericht sieht das anders. Das Schwurgericht verkündet im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte ist schuldig, erstens im Falle Bremen des Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Sprengstoffverbrechen, einfacher und besonders schwerer Explosionszerstörung, gefährlicher Sachzerstörung und versuchter Mord. Zweitens im Falle Pferden und Eistrup des versuchten Mordes in Tateinheit mit Versuch des schweren Sprengstoffverbrechens, der einfachen und besonders schweren Explosionszerstörung und der gemeingefährlichen Sachzerstörung. Im Falle Eistrup außerdem in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Explosionszerstörung. Er wird deshalb zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Er verliert die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit. Er trägt die Kosten des Verfahrens. Der Mörder von Bremen und Eistrup ist verurteilt. Keine Veränderung in seinem Gesicht, keine Reaktion ist zu bemerken. Er sitzt da kalt, klein und unberührt. Erich Cedric von Halatsch hat ausgespielt. In der schriftlichen Urteilsbegründung heißt es später, der Angeklagte ist ein gemeiner, abgefeimter Verbrecher, der, solange er lebt, aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen bleiben muss. Halaschs Revision wird verworfen. Achtzehn Jahre nach dem Urteil hat der Journalist Günter Schwarberg für die Illustrierte Stern einen Artikel über Erich von Halasch geschrieben. Dafür hat er den Tango-Jüngling, der da längst kein Jüngling mehr war, im Gefängnis besucht und lange mit ihm gesprochen. Halasch hörte sich immer noch gerne reden, nur neue Fotos mochte er nicht von sich machen lassen für die Geschichte. Er wirkte wie ein Schauspieler, der eine maßgeschneiderte Gefängnisuniform trägt. Und so hat er sich auch verhalten. Er war sehr distanziert gegenüber allen, gegenüber seinen Mitgefangenen, gegenüber dem Gefängnispersonal und auch mir gegenüber dann. Das führte dann aber dazu, dass seine Mitgefangenen ihn nicht mochten, das ist klar. Er war ein eitler Schnösel für sie. Wie ein Bombenschütze in einem Militärflugzeug habe er sich gefühlt bei den Attentaten, erklärt Halasch dem Journalisten. Er habe sozusagen auf den Knopf gedrückt, aber die Folgen nicht wahrgenommen.
Und seine Reue, wenn man das denn so nennen will, ist von ganz spezieller Art. Zitat: Dr. Wohlfahrt tut mir leid, gewiss, aber den wollte ich ja treffen. Dagegen dieses unschuldige junge Mädchen, dem unglücklichen Zufall ums Leben kam, das wollte ich nicht. Nie hätte ich gegen Frauen und Kinder meine Hand erhoben. Ihr Tod belastet mich am meisten. Ich habe ihn dann gefragt, wie diese junge Frau hieß. Aber den Namen hat er vergessen. Zur Erinnerung, die junge Frau hieß Margret Grüneklee. Sie ist auf dem Friedhof von Eistrup begraben. Und ob ihr Tod wirklich ein unglücklicher Zufall war, darüber lässt sich streiten. Hallasch sitzt erst in Hameln, dann in Celle und zuletzt in Hannover im Gefängnis. Er reicht mehrere Gnadengesuche ein. Seine Pflegemutter Marie Käse, der Pflegevater ist inzwischen gestorben, unterstützt ihn dabei. Ab 1969 bekommt Hallasch ab und zu Hafturlaub. Dann fährt er nach Drakenburg und besucht seine Pflegemutter und repariert auch schon mal das Dach der Baracke, in der er die Bomben gebaut hat. Im Januar 1974 wird dem Häftling ein gutartiger Tumor aus dem Gehirn operiert. Das Justizministerium lässt verlautbaren, Hallasch habe zur Tatzeit mit Sicherheit noch nicht an dem Tumor gelitten. Am 29. September 1974 ist Erich von Hallasch begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hat danach eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Er hat seinen Namen geändert und er hat geheiratet. Eine vermögende Witwe, die, so heißt es, einen gehobenen Lebensstil pflegte. Hier hat das Ehepaar nach der Hochzeit lange Jahre gelebt, in einer der feinsten Wohngegenden Hannovers. Kein Nachbar ahnte etwas von der Vergangenheit des distinguierten Herrn, der eine Luxuslimousine fuhr und angeblich in Immobilien machte. Der Mann, der als Tango-Jüngling in die Kriminalgeschichte einging, ist inzwischen 76 Jahre alt. Soweit bekannt ist, hat er nie wieder eine Straftat begangen. Er leidet an Arthritis in beiden Knien und beschäftigt sich vornehmlich damit, die Familiengeschichte derer von Hallasch zu erforschen. Wo er hockt, das wissen nur wenige Leute. Die reden nicht darüber.